Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Eure Fragen, Experten antworten. Ein Kooperationsprojekt von Alpha 1 Deutschland und CSL Behring. Hat mein Kind im Alltag Einschränkungen und wie begleite ich es gut? Ihr Kind soll sich so ungestört und normal wie nur möglich entwickeln. Seitens des Alpha 1 gibt es bis auf die oben genannten Kontrolluntersuchungen keine Alltagseinschränkungen. Insbesondere kann und soll Ihr Kind eine normale Kindertagesstätte und Schule besuchen. Sport hat viele positive Effekte. Es schafft Kontakt zu Gleichaltrigen und positive Erlebnisse, stärkt die Muskulatur und verbessert das Körpergefühl. Bis auf die ganz wenigen Kinder mit stark fortgeschrittener Lebererkrankung sind für Kinder und Jugendliche mit Alpha 1 uneingeschränkt alle Sportarten geeignet. Eine vorsorgliche Isolation Ihres Kindes ist auch bei gehäuften Umgebungsinfekten in den Herbst- oder Wintermonaten nicht notwendig. Falls Sie Sorgen oder Fragen bezüglich der Freizeitaktivitäten Ihres Kindes haben, sprechen Sie diese mit dem Arzt Ihres Kindes. Bereits von Anfang an empfiehlt sich die Anlage eines Gesundheitsordners für Ihr Kind, indem Sie alle wichtigen Informationen, Laborbefunde sowie Arztbriefe ablegen. Sie können dort auch einen Notizzettel mit Fragen hinterlegen, auf dem Sie zwischen den Verlaufskontrollen beim Spezialisten Ihre Fragen auflisten oder Tagebuchzettel anlegen, auf denen Sie besondere Ereignisse wie Infekte, Antibiotikagaben oder Gewichtsmessungen notieren. Dieser Ordner wird Ihrem Kind auch später als Erwachsene als wertvolle Informationsquelle dienen. Bestärken Sie bei Arztkontakten Ihr Kind darin, dass es selbstständig Fragen stellt und unterstützen Sie es in seinem Autonomiebestreben. Eine spezielle Diät ist allgemein für Patienten mit Alpha 1 nicht notwendig. Die Ernährung der gesamten Familie sollte entsprechend einer Mischkost mit hohen Anteilen von pflanzlichen Lebensmitteln ausgewogen sein. Hier sind Sie ein wichtiges Vorbild für Ihr Kind. Auch zur langfristigen Gesundheit der Leber sollten fett- und zuckerhaltige Lebensmittel nur sparsam gegessen werden. Als Basisgetränk ist Wasser geeignet.